Sören, 2:1 Heimsieg gegen den VfL Osnabrück. Froh, dass es noch ein versöhnliches Ende gefunden hat mit der Saison? Ja, definitiv. Ich glaube, das Spiel hat heute nochmal genau das gezeigt, was diese Mannschaft diese Saison dargestellt hat. Und das ist ein unfassbarer Willen, das ist eine hohe Mentalität auf jeden Fall und auch eine ganze Menge Charakter und Leidenschaft. Und das haben wir, glaube ich, heute nochmal reingehauen. Ich denke, dass es nach dem Rückstand nicht ganz einfach war, aber wir haben von der ersten bis zur letzten Minute alles reingehauen, weil das in unserem letzten Saisonspiel hier für uns auch ein Stück weit darum ging, uns mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu verabschieden. Die letzten beiden Spiele waren sicherlich nicht das, was wir wollten, aber auch mit dem ganzen Trubel drumherum sind das Sachen, die passieren. Das ist menschlich, man will es nicht, aber es passiert im Fußball. Und deswegen war es, glaube ich, für uns, für unsere Fans und auch für die ganze Region wichtig, hier heute nochmal mit einem Heimsieg uns in die Sommerpause verabschieden zu können. Vielleicht kannst du nochmal auf die Saison im Allgemeinen blicken. Ja, ich denke, eine brutal schwierige Saison. Also ich glaube, dass wir 4 oder 5 Spiele vor Schluss den Klassenerhalt fix gemacht haben. Wenn man jetzt sieht, Sandhausen bleibt mit 34 Punkten drin, dann war es sogar schon ein Stückchen früher soweit eigentlich. Wenn man das vorher so hätte unterschreiben können, hätten wir sicherlich unterschrieben. Weil ich denke, man hat an anderen Mannschaften auch gesehen, mit Quarantäne, beispielsweise Kiel, 2-mal Quarantäne, den ganzen Nachholspielen, dann englische Wochen, Spiele ausgefallen und auch die ganze Belastung einfach für den Kopf. Das war nicht zu unterschätzen, ohne Winterpause, kleiner Kader, brauchen wir nicht drüber reden. Und so hat jeder sein Mosaiksteinchen dazugelegt. Und wenn ich heute sehe, Sascha Hertel, der früh ins Spiel reinkommt, der ein super Spiel macht, ja, da haben wir super Jungs hinten dran. Auch ein Toni Jonic, der sich reinhaut, der Dima nach der Einwechslung. Aber alle, die auch von Anfang an auf dem Platz standen. Ich glaube, jeder hat diese Saison sein Mosaiksteinchen dazugetan. Und deswegen sollten wir uns von dem Paderborn-Spiel nicht trüben lassen, sondern sollten es als das sehen, was es war, nämlich ein Ausrutscher. Und sollten insgesamt zufrieden sein mit dem, was wir diese Saison erreicht haben. Und jetzt gut regenerieren und Körner sammeln, weil nächste Saison wird nicht unbedingt einfacher. Blicken wir mal auf die neue Saison. Da kommt Rostock, Dresden, Schalke, Werder. Der HSV ist drin geblieben in der Liga. Was erwartest du für eine Saison? Also ich glaube, Sky wird auf jeden Fall ein paar Abos verkaufen, weil ich bin ziemlich sicher, dass der ein oder andere mehr zweite Liga gucken wird als erste Liga. Da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Ich glaube, das ist ein Riesenbrett nächstes Jahr, das wahrscheinlich so um die 10 Mannschaften um den Aufstieg spielen werden. Ja, und wir werden natürlich wieder versuchen, in jedem Spiel unsere Pünktchen zu sammeln und dann am Ende wieder in der Liga zu bleiben und wieder Erfolge zu feiern. Natürlich wollen wir uns auch verbessern in allem, das ist ganz klar, jeder hat da seinen Anspruch. Aber ich freue mich enorm drauf. Also ich glaube, so viele Jahre werde ich nicht mehr spielen. Und deswegen freue ich mich natürlich enorm drauf, gerade auf Mannschaften wie Werder und Schalke. Ansonsten waren viele schon mal unten, wie Köln oder Stuttgart oder dergleichen. Auf Schalke und auf Bremen war ich bisher nur als Zuschauer. Und insofern ist das sicherlich eine Riesenvorfreude, klar, auch mit dem Derby für die Region. Das sind die Spiele, wenn ich dran denke, das war das letzte Spiel vor Zuschauern, die 30.000 in Dresden, auch wenn wir verloren haben. Aber das sind die Spiele, wofür ich irgendwann mal Fußballspieler geworden bin. Und ich hoffe, dass zeitnah unsere Fans auch wieder im Stadion sind. Und dann haben wir nächstes Jahr hier Riesenspiele und da wollen wir uns gerne wieder beweisen und mit sehr, sehr guten Mannschaften messen und einfach auch zeigen, dass wir richtig was drauf haben und nicht zu Unrecht diese Rolle in der Liga spielen, die wir jetzt schon seit Jahren spielen. Heute waren ja 500 Fans da auf der sogenannten Waldtribüne. Habt ihr die Unterstützung gespürt im Stadion? Natürlich hört man das, natürlich kriegt man das mit. Es ist gestern, als ich Rostock auch geschaut habe, die 7.500, die im Stadion sind oder bei Union Berlin, das ist ja fast schon ungewohnt und wir lechzen ja auch danach, dass sie wieder da sind, weil wir genau wissen, wenn dieser Funken von den Rängen noch kommt, dann setzt das nochmal zusätzliche Prozente frei und das haben wir ja letztes Jahr auch gezeigt, was wir für eine Heimmachter sein können mit den Fans. Insofern ist es was jedem von uns natürlich enorm wehtut, jedes Spiel ohne Zuschauer. Aber es ist die Situation so gewesen, wie sie ist und ich glaube, wir können nach vorne blicken und wissen, dass es so schlimm wie diese Saison mit Sicherheit nicht nochmal wird. Und ich freue mich einfach nur riesig drauf, wenn die Hütte das erste Mal wieder voll ist und der Rasen hier brennt. Dann stehen jetzt freie Tage an. Bei Familie Gunther ist es wohl warten auf den Nachwuchs, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin jetzt in höchster Alarmbereitschaft, wann meine Frau sagt, auf geht's, wir fahren. Ja, wir freuen uns natürlich riesig auf den Nachwuchs und werden dann den Urlaub auch nur damit verbringen, zu Hause alles zu regeln. Ist auch für mich so, einfach mal Zeit mit der Familie zu bringen. Ich muss gar nicht groß wohin fahren, auch wenn das natürlich mit der Geburt sowieso nicht möglich ist. Einfach mal den Familienalltag genießen, die Zeit mit meinen Kindern verbringen und durchschnaufen. Ich glaube, war, wie gesagt, auch für mich persönlich eine anstrengende Saison. Ich habe nur ein Spiel verpasst. Insofern müssen wir die Wunden jetzt mal ein bisschen lecken und die Körner sammeln und dann ganz erholt in die neue Saison starten. Und dann haben wir wieder Großes vor, ich persönlich natürlich auch. Dann findet auch die EM statt in der Sommerpause jetzt.
Wie siehst du die Chancen der deutschen Mannschaft oder wen siehst du als Favorit? Naja, ich glaube, die üblichen Verdächtigen, die werden immer genannt, aber ich glaube, was man in dem Jahr nicht unterschätzen darf, ist, dass die Nationalspieler natürlich ein enormes Programm abgespult haben mit dieser Menge an Spielen in der Kürze der Zeit. Dann irgendwie jeder mal auch in Quarantäne gewesen, viele Nationalspieler, die selber auch Corona gehabt haben. Insofern kann es auch sein, dass es dieses Jahr mal wieder eine Überraschung gibt, wie 2004 Griechenland, vielleicht eine Mannschaft mit wenig Spielern, die international gespielt haben, die nicht so viele Spiele auf dem Buckel haben wie ja die gesamte deutsche Nationalmannschaft, wenn man allein nur die Bayern-Spieler sieht. Kann sicherlich so sein, weil ich kann auch verstehen, dass die Jungs einfach irgendwann am Limit sind. Also diese Anzahl von Spielen, was sie da schrubben müssen in dieser Intensität, das ist für die Spieler persönlich nicht gesund. Und da wird einfach keine Rücksicht drauf genommen, weil es um andere Dinge geht. Insofern freue ich mich trotzdem aber auf schöne Spiele. Und wir sind ja bekannt als Turniermannschaft, haben vielleicht auch noch ein bisschen was gut zu machen nach dem letzten Turnier. Und ich bin trotzdem überzeugt davon, dass wir mit unserer Qualität und den Heimspielen dann noch, die wir haben, auf jeden Fall weit kommen können. Wenn du dich festlegen müsstest, wer wird Europameister? Deutschland. Dann hast du noch was vorbereitet? Ich halte es mal kurz hoch. Muss die Geschichte dazu erzählen. Es gab ja in der Zeitung und auch bei uns die Berichte über den Sportkameraden Zidane, der bei uns im Gespräch war, den der Präsident ins Gespräch gebracht hat. Und weil wir ja alle gerne Flachs mit unserem Sportkameraden Nazarov machen, hatte ich mir damals die Mühe gemacht, in einem Training mit dem Thomas zusammen so ein Trikot zu entwerfen, mit der Rückennummer 10 eben und diesem berühmt-berüchtigten Enzo. Und da haben wir den Dima ordentlich mit aufgezogen, dass er jetzt seine Nummer abgeben muss und seine Position, weil der Enzo kommt. War auch damals eine gelungene Geschichte. Damit das Trikot nicht verkommt, habe ich es jetzt von allen unterschreiben lassen und hoffe, dass ich jemanden finde, der dieses Unikat, ja, ersteigert, dem das unwahrscheinlich viel wert ist. Wie gesagt, die ganze Mannschaft darauf unterschrieben. Ich glaube, dieses Enzo-Trikot gibt es so nicht. Ob es das in Zukunft mal gibt, werden wir sehen. Ja? Insofern freue ich mich aber, wenn erstmal dafür eine Stange Geld zusammenkommt. Und wir werden das natürlich, ich werde es dem Verein zur Verfügung stellen, zu welchem Zweck das Geld dann zugutekommt. Danke, Son. Gerne.